Jo Leute, was geht ab? Tetsch, willkommen zu einem neuen Video. Wir sind aus Österreich zurück und was macht man da als erstes? Richtig, in den Bikepark fahren, der die längsten Abfahrten hat im Umkreis. Also für uns in den Bikepark Willingen. Umso besser, dass der Bikepark Willingen auch noch an den Strecken was neu gemacht hat, so dass man direkt ein paar neue Features austesten könnte. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Übrigens waren wir nicht alleine diesmal im Park, sondern mit Ben und Ronja, die wir über Instagram und zufälligerweise dann auch noch in Saalbach getroffen haben. Und die haben auch noch den Sven mitgebracht. Sven fährt richtig, richtig gut Fahrrad und ich konnte versuchen, an ihm dran zu bleiben und ein paar Dinge mehr abzugucken heute. Man kennt's ja, zum Warmrollen ging's dann auf die Flow Country. Und wie soll ich sagen, Leute, irgendwie ist das eine komische Sache, wenn man aus so einem Urlaub kommt, wo man jeden Tag Fahrrad fährt und dann irgendwie wieder nur am Wochenende. Ich vermisse den Luxus tatsächlich, vom Hotel aus loszurollen und dann direkt aufs Rad zu steigen. Vielleicht erkennt ihr es vorne, dass der Sven irgendwie die ganze Zeit so Faxen auf dem Fahrrad macht. Und irgendwie finde ich das ziemlich, ziemlich cool. Und besonders dieses auf dem Hinterrad ein Table abrollen, wenn man dann irgendwie mal doch zu langsam ist und dann den nicht springt, das fand ich irgendwie eine coole Sache und das wollte ich irgendwie ausprobieren. Manual Challenge. Dass das in der Theorie einfach alles mit Manual Impuls funktioniert, war mir schon klar. Allerdings in der Praxis sieht das irgendwie anders aus. Hier hat es tatsächlich schon mal ein bisschen geklappt. Ich habe allerdings irgendwie immer noch Angst, auf dem Hinterrad zu rollen. Das mag an dem ersten großen Sturz im Valley liegen. Allerdings ist mir das irgendwie nicht so ganz geheuer. Und deswegen habe ich es für den Tag dann auch erstmal sein lassen mit den Experimenten, weil es mich irgendwie so ein bisschen geschockt hat. Aber es standen ja auch noch die neuen Lines auf dem Programm. Im Grunde genommen hat der Bikepark Willingen einfach nur zwei alternative Enden gebaut. Ihr kennt das ja alle, diese endlosen Kurven nach unten und die waren auch irgendwie immer ein bisschen nervig. Jetzt gibt es allerdings zwei Alternativen, eine rote Line mit Gaps und eine blaue Line mit ein paar Sprüngen und ein paar Drops und auch so einer Drop-Batterie, um ein bisschen zu üben. Das ist eigentlich eine echt coole Sache und auch für Anfänger super attraktiv, weil so eine Drop-Batterie, die gab es ja bisher hier nicht. Dann werde ich mir mal ganz entspannt die neuen Lines unten anschauen. Weil das mich eigentlich heute hier echt interessiert. Hier könnt ihr nun links abbiegen und dann auf die Enduro fahren oder halt geradeaus weiter dann auf die wie gehabten Kurven. Ja, die Höhe ist ja eigentlich egal, nur die Landung. Und ich denke mal, der mittlere, der wird halt easy sein. Normalerweise schaue ich mir die Jumps und die Drops immer vorher an. Allerdings war hier so viel Stau und vorne waren auch immer irgendwie Leute, dass ich mir den Stress nicht antun wollte, mein Fahrrad liegen zu lassen und hin und her zu laufen. Und ich dachte, der mittlere Drop dürfte schon irgendwie gehen. Angucken, das ist eine dumme Sache. Jetzt aber ganz windig, ey. Bisschen unangenehm. Das ist echt cool. Boah, die Kurve, ich glaube, von der haben alle geredet. Ah, hier kann man dann doublen. Wenn es mal ein bisschen weniger windig wäre.
Also eigentlich ist mein Dämpfer ja frisch aus dem Service, aber an dem Tag hat er irgendwie wieder angefangen, Geräusche zu machen und ich habe echt langsam keine Ahnung mehr, wo es herkommen soll. Vielleicht habt ihr da ja Erfahrungen und könnt mir irgendwie mal ein paar Tipps in die Kommentare schreiben, was da mit dem Dämpfer und diesem komischen Quietschen es auf sich haben könnte. Als nächstes stand dann die neue Line mit den Doubles auf dem Programm und auf die habe ich mich schon echt gefreut, weil die sah eigentlich super cool gebaut aus. Video zu den anderen Strecken im Bikepark Willingen wird es natürlich auch noch von dem Tag geben. Besonders auch zu der Thematik, was sich verändert, wenn man so einen Urlaub in Österreich gemacht hat und wie sich dann Strecken in Deutschland hier bei uns anfühlen. Aber ich wollte mir jetzt erstmal die neue Line unten anschauen mit den Gaps. Ich fahre mal links daneben. Ich hatte Glück, denn nach einer kleinen Wartezeit sind einige Leute noch die Gapline gefahren und das hilft mir immer extrem, wenn ich mir vorher angucken kann, was die Sprünge genau machen, wie das Fahrrad sich verhält und der Fahrer oben auf dem Fahrrad. Nachdem ich mir das dann angeschaut hatte, wusste ich so ungefähr, wie ich das zu fahren hatte und bin dann einfach drauf los. Ich hätte natürlich trotzdem immer lieber jemanden, der mir vorgibt, wie das Tempo ist, aber ich vertraue da mittlerweile dann manchmal doch auf meine Intuition und fahre das Ganze einfach nach Gefühl. Ja, das wird gerade zu windig. Aber ja, der geht auch. Die Wall finde ich echt komisch. Also die Wall ist echt gruselig, Leute. Aber der Rest geht super. Richtig geil gebaut. Aber wenn man den Bowler hat, dann muss man die Wall ja fahren. Einmal ist Glück, zweimal ist Können. Deswegen in der nächsten Abfahrt dann direkt nochmal eine Runde auf die Gapline. Ich hoffe, es ist nicht zu windig. Boah, das ist windig. Schwing in die Kurve. Suspekt. Tut mir leid. Ich hoffe, das kleine Video von den neuen Lines hier hat euch gefallen. Ich habe das Gefühl, der Bikepark Willingen macht super, super viel neu und auch viele Sachen richtig gut, wie auch die Freeride Line. Und deswegen hat das einfach ein einzelnes Video verdient.
Im nächsten Video geht es allerdings dann um ein anderes Thema, immer noch im Bikepark Willing, aber eine bisschen andere Thematik. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch keine Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.